Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Kreuzworträtselrunde. Ich begrüße euch herzlich, wie ihr vielleicht schon hören könnt, bin ich so langsam im Stimmbruch angelangt. Und ich glaube, die heutige Folge werde ich mal auf diese Art und Weise weitersprechen. Ich hoffe, ihr werdet es mir verzeihen. Das klingt wirklich merkwürdig. So, fangen wir doch mal an. Also das sollte definitiv kein Problem für mich sein. Mit diesem Thema kenne ich mich aus. Verzeihung, es ist mir wirklich etwas unangenehm, dass ich jetzt mittlerweile eine gebrochene Stimme habe. Bayerisch für Bein ist natürlich die Haxe. Andererseits macht es auch wunderbar viel Spaß, so zu reden. Anstand, ja, das habe ich leider momentan noch nicht. Das Heidekraut, oh Gott, Drall einer Kugel ist auch ein Spin zum Beispiel, aber das ist hier nicht gemeint, glaube ich. Ungebunden, ledig gegebenenfalls passt hier aber auch nicht. Schalterstellung ist natürlich aus. Oder off, wie man im Englischen auch sagt. Oder ein geht auch. Ja. Ups. Jetzt bin ich doch glatt etwas weiter unten gelandet, weil ich auf etwas Falsches drauf gedrückt habe. Ich werde mal wieder versuchen, das in die richtige Richtung zu drehen. Moment. Wie sieht es jetzt aus? Ja, jetzt sieht es super aus. So, weibliche Fabelwesen sind natürlich die Feen. Insel-Europäer ist ein Ire. Ungebunden ist natürlich frei. Die Freiheit, so, Meeressäugetiere, der Seewal. Nein, also ich vermute, es ist irgendetwas. Es ist tatsächlich etwas mit dem See am Anfang, denn unser fleißiges Insekt ist die Ameise. Aber ein Aal, ist das denn ein Säugetier? Nein, es ist nicht der Seeaal, den wir vor ein paar Tagen schon einmal hier hatten. Nein, es ist etwas anderes. Blendwerk. Was könnte Blendwerk sein? Teil des Weinstockes ist natürlich die Rebe. Wie immer. Und das nordeuropäische Volk sind die Dänen. Iridium. Indium. Ist das chemische Zeichen für Indium ist natürlich IN. Wer hätte das gedacht? Welches könnte denn dieses Hai... Moment. Was ist denn ein Imbiss? Letztens hatten wir den Happen. Diesmal ist es nicht der Happen. Denn der Happen wird mit Doppel-P geschrieben. Eine Gartenblume. Was könnte denn noch Blasen sein? Pusten zum Beispiel. Würden wir jetzt Englisch reden, würde mir noch ein anderes Wort einfallen. Aber es geht um das Pusten. Ist denn Ren eine Hirschart? Ja, Ren ist eine Hirschart. Oh mein Gott, ich bekomme einen Frosch in den Hals. Missmut. Missmut. In dieser Stimme gesprochen klingt das wirklich sehr, sehr poetisch. Missmut. Spielkarte ist natürlich ein Ass. Schopf mit Kopfhaut ist der Skalp. Ein Binnengewässer ist ein See. Der geometrische Körper ist natürlich eine
Kerze. Nein, natürlich nicht. Ernte der Winzer ist die Lese. Größter Teil ist das Groß. Und dann ist der geometrische Körper natürlich der Kegel. So, dann der Missmut ist der Ärger. Und der Wüstenrastort die Oase. Bunt fürs Leben. Da fällt mir ein folgender Witz ein. Fragt die Frau ihren Mann. Lebensende mit drei Buchstaben. Und sagt er: Ehe. Alter Witz, sehr, sehr, sehr unpassend mittlerweile, denn heutzutage haben sich Paare lieb. Das ist Boomer-Humor, müsst ihr nicht witzig finden, wollte ich nur sagen. Und damit geht es weiter in unserem eigentlichen Kreuzworträtsel. So, unser Erbgutträger ist das Gen. Ein Abtrünniger. Ja, vielleicht fällt es mir noch ein. Drall einer Kugel bezeichnet man auch als Effett. So, Blendwerk ist natürlich Trug. Ein Abtrünniger, tatsächlich, ein Wort, das ich jetzt weiß, weil ich die englische Bezeichnung dafür kenne, die fast genauso geschrieben wird, ein Renegat. Ein Wort, das ich auf Deutsch so noch nie gehört habe. Aber wir haben jetzt auch das Meeressäugetier, die Seekuh. Heidekraut. Könnte Irina heißen. Oder so. Oder Irina. Wer weiß. Vielleicht heißt es auch etwas ganz anderes. Eine Backzutat ist zum Beispiel Hefe. Aber nicht nur. Eine Backzutat kann zum Beispiel auch Mehl sein. Ja. Verbannung ist das Exil. Pferdesport. Ganz schwierig. Und damit wird unser Heidekraut irgendwo mit einem E anfangen. Gras schneiden nennen wir auch Mähen. Mähen. Wie die Schafe. Deswegen machen sie das. Die mähen das Gras. Gebiet der Technik. Ja, das gibt die Mechanik, es gibt die Informatik, es gibt vielleicht sogar ist hier Chemie oder Physik gemeint. Man weiß es noch nicht. Wobei ich Chemie jetzt nicht unbedingt als Technik bezeichnen würde. Immateriell, könnte hier in diesem Fall ideell heißen. Zumindest das Gel hier würde dies unterstützen. Dann hätten wir hier den Türstopper. Was ist denn ein Türstopper gerade? Ein Teil. Nein. Versuchen wir erstmal ideell. Und das ist immateriell in diesem Fall. Tierisches Fett nennen wir Talg. Wunderschön, wunderschön. Ein Keimling. Ich hätte jetzt Samen oder sowas gedacht, aber der Türstopper ist der Keil, nicht das Teil. Ja. Und die Gartenblume ist dann wohl die Akelei. Das war mir fast schon klar. Ich wollte es trotzdem mal probieren. Jetzt weiß ich, was der Imbiss ist. Es ist der Snack. Und die Erika ist das Heidekraut. Welch wunderschöner Name. So poetisch, so amerikanisch. Nicht wirklich. Fluss durch Tilsit.
Anstand ist auch Ehre. Eine Fischart. Das wird wohl wieder etwas schwieriger, aber ich versuche erstmal. Ja, der Keimling wird auch als Same bezeichnet. Oder vielleicht im Englischen same. Ah, das Teilgebiet der Technik ist die Statik gewesen. Jetzt wissen wir es. Oh. Was für einen Fisch haben wir denn hier? Den Pietz. Das Brät. Ein Fred. Welche Fischart könnte hier gemeint sein? Moment, Moment. Welche Fische gibt es denn alles? Es gibt Lachse. Es gibt noch mehr Lachse. Ich glaube, wir müssen hier wieder raten. Nein, kein I. Nein. Okay, ich gebe jetzt hier einfach mal Buchstaben ein und schaue. Okay, ja. Natürlich. Vermutlich haben wir das sogar schon in einer anderen, also, auf jeden Fall weiß ich jetzt, was dieser Fluss ist. Der Fluss ist die Memel. Und damit haben wir dieses Rätsel bereits für heute gelöst. Aber es bleibt ja noch ein weiteres. Und das wäre dieses. Okay, lasst mich kurz überlegen. Welches Wort hier herauskäme? Den ersten Buchstaben habe ich bereits. Ja, vielleicht sogar den zweiten. Elektrisch geladenes Teilchen. Ja, okay, ich habe den zweiten Buchstaben bereits. Und habe den ersten fast vergessen. Aber nein, jetzt weiß ich es wieder.
Ah, okay. Die 6 fehlt mir noch, würde ich sagen. Das weiß ich. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Das ist wieder dieses, jenes. Okay. Ah, okay. Ich bin fast so weit. Ich bin fast so weit. Ich denke, ich habe zumindest eine Ahnung. So richtig bin ich mir noch nicht sicher. Denn ich habe keine richtige Ahnung, was ein Gefiert sein soll. Ich vermute aber mal, an die 7 kommt definitiv ein Vokal. Denn ich würde sagen, Moment, A, E, I, O, U. Ich würde sagen, das A wäre an der 7. Stelle am ehesten aufgehoben. Und dann hätten wir als Lösungswort das Luxusbad. Fraget mich nicht, warum ausgerechnet, ja. Also ein Bauwerk zum Beispiel ist erstmal ein Haus, eine Feier ist ein Fest. Insofern passt das schon einmal. So, spanisches Reichsgericht, natürlich, da kenne ich mich ausnahmsweise mal aus. Ist eine Paella, ja. Dann haben wir schon mal hier das L. Gehen wir mal mit der 2 weiter. Hier haben wir ein afrikanisches Horntier namens Gnu. Elektrisch geladenes Teilchen ist übrigens ein Ion. Da können wir auch gleich mal weitermachen. So, dann haben wir hier die Hexe. Und deswegen gehen wir schon mal in die Richtung, dass dieses hier als erstes Luxus bedeutet. Ein Lochen beim Golf ist Putten oder Putten oder wie auch immer man es sagen möchte. Übrigens, hier bitte für den Fall, dass ihr es noch nicht wusstet, so heißt er der Allmächtige. Wer dies bezweifelt, darf dies gerne tun. Mich interessiert das gar nicht. Bayerisch Rettich würde ich sagen, anhand der anderen Sachen, die man hier eintragen kann. Ja. Anhand dieser anderen Sachen ist es Radi. Ein Gesuch ist ein Antrag, natürlich. So, was fehlt uns denn noch? Ach ja, das Blasinstrument mit den 4 Buchstaben. Das Truthuhn könnte eine Pute sein. Ist es auch? Gerade dort, eben da vielleicht? Wer weiß, wer weiß. Aber der Dienstgrad ist auf jeden Fall der Rang. Adrett könnte vielleicht sogar proper heißen, denn der Heiligen Vater ist der Papst. So. Eben da ist gerade dort. So. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch das Geviert. Erheblich. Ist natürlich sehr ein Fanatiker.
ist erstmal etwas, was mit E anfängt, denn wir haben hier die Backmasse, den sogenannten Teig. Ei. Verbipsch. Ein Giftstoff. Könnte auch ein Toxin sein, ist es hier aber nicht. So, der Ara ist natürlich die Papageienart. Auslese der Besten ist die Elite. Und deswegen haben wir hier zum Beispiel Eta. Ein Giftstoff könnte Arsen in diesem Fall sein. Huch. Großes weibliches Raubtier. Nun, wenn es weiblich ist, ist es nicht der Bär, sondern die Bärin. Umgangssprachlich nein ist nee. Meeresnymphe ist die Nixe. Oh, der Fanatiker ist der Eiferer. Und ein Gefiert. Nun, da das Rauchkraut eindeutig der Tabak ist, ist das Gefiert anscheinend das Karree. Und damit hatte sich meine Vorahnung mal wieder bewiesen. Es hat mich sehr gefreut, hier mit Ihnen rätseln zu dürfen. Aber es geht ja noch weiter, denn wir wollen ja auch fertig werden. Nun. Indium mal wieder, hatten wir gerade eben erst, möchte ich meinen. Hier das balkische Volk könnten die Letten sein. Die Letten, übrigens auch Verkleinerungsform von Dielen. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Gerbstoff. Mal wieder etwas, was sich leider meines Wissens entzieht, wahrscheinlich. Außer wenn ich dann die Buchstaben geraten habe und behaupten kann, ja, das habe ich vielleicht mal gehört. Mauerbewurf. Das ist dann wohl der Putz, der hier gemeint ist. Das Tierfell ist dann der Pelz. Die Aktentasche ist sicherlich keine Puppe, sondern eine Mappe. Ja, ja. Jetzt müssen wir nur noch den Gerbstoff erfahren. Ich trage einfach überall ein N ein und bin damit sogar meinem Ziel schon etwas näher gekommen. Tannin. Nun wissen wir, Tannin ist ein Gerbstoff. Es war mir wirklich diesmal eine sehr, sehr große Freude. Und ich möchte sagen, es ist diesmal recht vorzüglich gelaufen. Nun, wie gut haben wir abgeschnitten? Es ist etwas über 24 Minuten. Nach Start der Aufnahme. Und wie ich schon in der letzten Folge, naja, angekündigt habe, kommt jetzt noch einmal rausgeschnitten aus der letzten Folge das Preisrätsel dieser Woche, beziehungsweise der, so gesehen, von Veröffentlichung des Videos an letzten Woche. Nun. Ich wünsche viel Spaß dabei. Es ist ein wenig kürzer, tatsächlich. Was haben wir denn hier? Hier würde ich jetzt einfach mal nur das Lösungswort rausfinden. Oh, das ist jetzt so von der Gliederung ein wenig nicht so. Versuchen wir es trotzdem mal. Ägyptischer Sonnengott. War das nicht Re? Je. Oh je. Gesund werden. Genesen. Also haben wir hier ein N. Ich streiche das nochmal raus. dann ist das wahrscheinlich GE. So, dann hätten wir hier ein E. Dann hätten wir hier ein N. Dann hätten wir hier P.
P-A-S-S-I-O-N. Nee, im Moment. Nee, nee, Leidenschaft ist nicht Passion, wie es aussieht. Leuchten. Funk. Nee, passt auch nicht. Anhalter. Mitfahrer ist es auch nicht. Okay. Indisches Joghurtgetränk. Oh Gott. Ist Ayran indisch? Wenn ja, dann würde es nämlich passen. Ach, ich löse das jetzt mal so. Einfach nur mal so aus Spaß. Nein, Ayran ist es nicht. Ach, wie schade. Teil des Weinstocks ist natürlich die Rebe. Machen wir erstmal das. Ich mach mal nur ganz schnell hier durch. Einerlei ist egal. Geistliches Lied. Ja, gleich. Pachten ist nicht ganz dasselbe, würde ich mal sagen. Zwischen Mieten und Pachten gibt es noch einen Unterschied, weil Mieten ist einfach bloß etwas gegen Gebühr eine Zeit lang nutzen. Und Pachten ist, wenn man das dann auch für kommerzielle Zwecke, das Gemietete auch mitbenutzt. So, und machen wir noch hier Genesen. Schloss an der Loire. Nordische Gottheit ist wieder Ase. Leidenschaft. Verriegeln. Abschließen. Nee, Quatsch. Geht ja gar nicht. Absperren. Ja, absperren ist es. Geistliches Lied ist der Psalm. Südfrucht ist natürlich dann die Ananas. Machen wir das noch. Leidenschaft. Erstmal plötzlicher Windstoß ist die Bö. Oh Gott. Feuchte Bachwiese ist die Aue. Ich habe keine Ahnung, ist das Use? Unse? Urse? Oase? Üse? Ufse? Umse? Unse? Ja, ich gehe gerade wieder nur durch. Ah, Usse. Natürlich, die Leidenschaft ist dann die Inbrunst. Jetzt habe ich es auch. Baumprachtstraßen sind dann wieder die Alleen, die wir ständig haben. Wir haben hier ständig Alleen. Fleißiges Insekt ist die... Ameise natürlich. Ja, ich dachte immer erst an Bienen bei sowas, aber... Nee, nee, gibt's ja auch noch so. Nee. Moment. Nee. Riss war das, genau. Oh Gott. Nüsse. Nüsse ist es. Also wir haben das Lösungswort schon mal. Bei dem indischen Joghurtgetränk, ich habe gerade keine Ahnung, was das war. Aber dafür weiß ich den Tramper. Okay, Strahlen. Machen wir hier noch. Und dann weiß ich nicht, fertig. Kann ich jetzt gewinnen irgendwo? Mit tollen Gewinnen, jede Woche neu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch vielleicht bisher auch angeregt zum selber rätseln. Es würde mich sehr freuen, wenn ich mit meinen Videos dem einen oder anderen ein wenig die Zeit versüßt habe oder vielleicht den einen oder anderen zum Lernen angeregt habe oder jemandem etwas beigebracht. Nur dadurch, dass ich hier Wörter eintrage. Nun, auf jeden Fall freue ich mich darauf, auf das nächste Mal. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund und so.